Was ist los im Hochtal? Der Wildschönau FM Veranstaltungshinweis. Ich habe jetzt den Geschäftsführer vom Familienpark Drachental, den Josef Erhardter, bei mir. Servus Josef. Servus Lilly. Es gibt wieder einen schönen Weihnachtsmarkt beim Drachental. Letztes Jahr hat es einmal angefangen, aber ihr habt es heuer ausgebaut und es sind heuer sogar Holzhütten dabei. Das war mein Wunsch, dass wir heuer das erste Mal auf Holzhütten gehen, weil es einfach heimlicher und schöner ausschaut. Wie viele Hütten habt ihr jetzt dazu gewinnen können? Wir haben jetzt 6 Hütten fertig gebaut. Das Ziel ist, dass wir so auf 10, 12 Hütten gehen können, aber das wird sich dann in Zukunft von Angebot weisen. Kommendes Wochenende am 2. und 3.12. startet sozusagen der Advent im Familienpark Drachental. Was wird geboten? Wir haben einmal den Coaster natürlich, den Eislauffläche, sobald das Wetter mitspielt, weil das ist momentan ein bisschen schwierig zum Eis machen. Nachher haben wir eine Kinderbastelecke, wir dann Stockbrot machen für die Kinder und für die ältere Generation ist natürlich auch genügend Spiritus um. Es sind auch viele Vereine, haben sich gemeldet für das erste Wochenende. Wer ist dabei? Wir haben dabei die Bayerinner, die Frauenschaft, den Sozialsprengel. Vereine insgesamt haben wir 14 Stück da am ersten Wochenende, die was kulinarisch auch eine große Abwechslung bieten. Und es gibt da verschiedene Auftritte, oder? Also es wird showmäßig auch was geboten. Wir haben zum Beispiel für das erste Wochenende eine Laufen- und Täuferausstellung von der Nadelspass, die was dann am Samstag Nachmittag um 3:30 einen kleinen Auftritt machen und am Sonntag spielt uns die Bundesmusikkapelle Oberau auf. Ja, und wer noch keinen Christbaum hat, der kann ihn spätestens hier dann auch sich holen, oder? Beim Alex, der ist auch dabei. Wir haben ca. 20 Christbaum drüben vom Alex. Wenn das Angebot zu wenig ist, der kann natürlich auf seinen Stand drüber schauen und die Schaus waren ja, die macht das für Alex herum. Ja, wann geht's los? Von wann bis wann findet das statt? Wir starten um 14 Uhr und die Verkaufsstände werden also je nach Bedarf bis 18, 17, 19 Uhr offen haben und der letzte Ausschank ist um 22 Uhr. Ja, dann sage ich danke. Also am ersten Wochenende geht's los im Familienpark Drachental mit dem wunderbaren Adventsstandl. Kommt's vorbei, schaut's euch an, tut es genießen. Und rein geht's somit in die schöne Adventszeit. Flieg mit uns musikalisch durchs Drachental. Wildschönau FM.